Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zu diesem, ja, nicht neuen Video. Und tatsächlich, es ist kein neues Video, denn es handelt sich hierbei um ein Video, was schon 5 Jahre alt ist. Aber es ist ganz besonders, denn es ist unsere allererste Location, wo wir jemals drin fotografieren waren und wo wir das Ganze auch gleichzeitig gefilmt haben. Zum Glück sind die Aufnahmen noch erhalten geblieben, muss man an der Stelle sagen. Die Originalen sind leider durch einen Datenfehler verschwunden. Und ja, jetzt geht's los. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und wir nehmen euch heute mit in das kaiserliche Postamt in Markranstädt. Markranstädt ist ein kleiner Ort, eine kleine Stadt, 5 Minuten westlich von Leipzig. Und ja, viel gab es hier nicht groß zu sehen und so weiter und so fort. Aber das Haus hatte es echt in sich, denn so gut erhaltene Wohnhäuser aus dieser Zeit findet man kaum wo. Im Inneren angekommen, hatte man gleich diese Atmosphäre. Ja, also wenn man das schon ein paar Mal gemacht hat, dann stellt man fest, dass in den Gebäuden meist so eine gewisse Stimmung herrscht. Und das ist auch ein Grund, warum wir das so gerne machen, weil man kapselt sich halt einfach ab von dieser heutigen Zeit. Man ist mittendrin, ja, weil die Gebäude stehen ja meist mitten an der Stadt und wir laufen alle jeden Tag 10-mal dran vorbei. Aber wirklich reingehen tun ja die wenigsten, was vielleicht auch gut so ist. Aber das Gebäude hier, das war echt richtig toll. Der Eckbereich war im Erdgeschoss schon richtig hart mitgenommen. Es plätscherte in Strömen von der Decke. Es hat an dem Tag gar nicht geregnet. Wir dachten erst, irgendwo ist ein Wasserhahn kaputt oder offen, weil das Gebäude ist ja 4-5 Etagen hoch und dass es so von der Decke regnet, konnte nur darauf hinweisen, dass es oben halt noch viel, viel mehr Schäden gab. Und das ist jetzt eine Etage oben drüber und hier konnte man schon sehen, dass der Boden ziemlich mitgenommen war. Also das war ziemlich mitgenommen schon und auch dort konnten wir schon nicht mehr reingehen, weil das bog sich schon und es lief sich auch recht schwammig. Im Inneren gab es viele, viele große Wohnungen, also große Wohnungen, und da rede ich nicht von 3-4 Zimmerwohnungen, sondern wir haben hier 8 Zimmerwohnungen gefunden mit unheimlich langen Gängen, wo dann der Gang nochmal um die Ecke rumgeht. Also wahnsinnig groß. Heute sind die ganzen Wohnungen alle etwas aufgeteilt, weil das kann man sich ja gar nicht mehr leisten. Zumindest nicht als normaler Verbraucher. Eine Wohnung für 4.000-5.000 Euro im Monat, da kauft man sich dann doch lieber ein Haus. Im zweiten Obergeschoss kam dann die absolute Überraschung, unser Highlight, und zwar, wie wir sehen können, ein Berliner Kachelofen, einen sogenannten Turmofen. Auch der Rest des Raumes und auch, und das gilt für das ganze Haus, war überall immer wieder richtig schön mit Stuck verziert. Man hatte sich sogar die Mühe gemacht, rings um die Tür das Ganze mit Stuck zu versehen. Und das war wirklich schon toll, wie man damals im Mittelstand so ein bisschen luxuriös leben konnte. Also heute klingt das so luxuriös, früher war das normal, in der DDR war es vergessen und heute ist es schlichtweg zu teuer. Ja, so kann man das eigentlich auch sehen.
immer wieder fiel uns auf, dass die Dielenböden geöffnet wurden, um halt entsprechend durch diesen enormen Wassereindrang von oben, den wir jetzt hier wieder sehen können. Also das ist dieser Eckbereich, und wenn ich von Arbeit gekommen bin, bin ich immer an dem Haus vorbeigefahren. Und ich wollte immer auf diesen Balkon da oben, aber man kam nicht hin. Ja, weil der Durchbruch vor mir, der machte es unmöglich, dorthin zu kommen, und es hat mich ziemlich geärgert, weil die Zeit davon lief und die Sanierung des Gebäudes ja unmittelbar bevorstand. Je höher wir kamen, desto mehr nahm dann auch der Verfall zu. Wir hatten dann oben teilweise Wohnungen, wo man gar nicht mehr richtig reingehen konnte oder nur noch mit schwammigem Boden. Einzelne Räume waren komplett zerstört oder waren einfach gar nicht mehr da. Man guckte quasi bloß noch in den Raum rein, und der Fußboden lag im unteren Geschoss. Der Dachboden war entsprechend auch sehr schwammig. Es handelte sich hierbei auch nur um Dielenboden, und wir haben uns das Ganze dann erspart, dort mal drüber zu laufen. Ja, das Kaiserliche Postamt ist ein Eckhaus mit zwei Eingängen, beziehungsweise drei. Und den unteren Bereich nutzte tatsächlich ab 1899 mit Fertigstellung des Gebäudes die Reichspost. Ab 1919 mit dem Weimarer Beschluss zog dann auch hier die Deutsche Reichspost ein. Also ich glaube, man hat sich bloß umbenannt, die Uniformen wurden etwas anders. Man ist aber hier ganz normal im Gebäude drin geblieben. Bis man dann 1939 mit Ausbruch des Zweiten Weltkrieges in ein neu gebautes Objekt 500 Meter weiter eingezogen ist, und die Räume wurden dann anderweitig vermietet. Das Gebäude ist heute für weit über 10 Millionen Euro saniert worden und ist auch schon wieder komplett bewohnt, bis auf ein oder zwei Wohnungen. Die Preise für einzelne Wohnungen sind richtig horrend, also eine Einraumwohnung für 800 Euro, das grenzt schon an Berlin. Ja, das soll es dann auch gewesen sein zu diesem Video. Ich hoffe, ich konnte euch noch ein bisschen mehr rüberbringen, als das bisher der Fall war. In Zukunft wird da auch immer wieder mehr folgen. Ich werde alte Videos nochmal auffrischen. Ich werde diese alle mit einem Audiotitel versehen. Das ist zwar für mich etwas aufwendig, dafür kann ich euch ein bisschen mehr von dieser ganzen Geschichte erzählen, und ich muss die Infobox nicht so vollknallen mit Informationen. Ich weiß nicht, wer das alles liest, aber also ich persönlich bin jemand, der gerne mal in die Infobox schaut, wenn mich ein Video wirklich interessiert. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, ihr könnt mir das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Ansonsten soll es das von meiner Seite erstmal gewesen sein. Schaut auf jeden Fall auf unseren Kanal oder auf Facebook. Das steht alles in der Infobox, ich lasse euch die Wahl. Danke, dass ihr eingeschaltet habt, und bis hoffentlich zum nächsten Video. Macht's gut und bis bald. We'll be right back.